Okay, wir rufen den Hüter der nächsten Blockade, die jetzt als nächstes dran ist, hierher in unseren Raum. Was passiert? Taucht etwas auf? Ja, da taucht ein Mann auf. Okay. Wenn du deinen Herzraum weitest und vom Herzraum her, von Herzen her, den Mann antippst, berührst, wie fühlt es sich an? Ist das ein Teil von dir? Kommt das von außen oder ist das komplexer und undefinierbar für den Moment? Von außen. Was ist dein Gefühl, wenn der Mann auftaucht? Wohin schaut er, wie wirkt er auf dich? Der schaut mich an, aber ich will den nicht anschauen. Was für Gefühle löst das aus? Ich erstarre sozusagen. Also ich drehe mich jetzt auch nur besser um, weil ich will den nicht sehen. Okay. Gut. Das Gefühl, dir selbst zu verzeihen, für was auch immer da der Anteil von dir selber ist an dem, an dieser Blockade oder an der Thematik, oder das Gefühl, dem Mann zu verzeihen oder Verzeihen anzunehmen, dass dir verziehen wurde oder wird, was löst am meisten Resonanz in dir aus? Das Verzeihen anzunehmen. Okay, dann tauche in das Gefühl ein, Verzeihen anzunehmen, dass die verziehen wird oder die bereits verziehen wurde. Und lass dieses Gefühl in deinem Körper auftauchen und sich ausweiten. Wie fühlt sich das an? Was passiert körperlich? Es fühlt sich so an, als würde mein Herz ruhiger werden. Okay, dann lass es ruhiger werden und lass sich dieses Gefühl im ganzen Körper ausbreiten und verankern, so bis du das Gefühl hast, dass es da ist und dass du sozusagen die Portion Verzeihen angenommen hast, um die es jetzt hier gerade geht. Dir wurde verziehen, dir wird verziehen, für was auch immer, das ist wurscht, worum es geht. Hauptsache, dieses Gefühl kommt körperlich an. Du schaffst Raum in dir, Verzeihen anzunehmen. Sag Bescheid, wenn es rund ist. Ja. Okay. Und jetzt dir selbst verzeihen oder dem Mann als Hüter verzeihen? Was löst jetzt am meisten Resonanz aus? Ihm zu verzeihen. Ihm zu verzeihen. Dann lass von Herzen her dein Verzeihen in seine Richtung fließen.
Wie fühlt sich das an? Was passiert körperlich? Das richtet mich auf. Okay, dann lass dieses Gefühl der Aufrichtung durch den ganzen Körper gehen. Richte dich komplett auf und sag mir Bescheid, wenn der Prozess abgeschlossen ist, wenn du das Gefühl hast, dich aufgerichtet zu haben und du das Gefühl hast, dass auch alles an Verzeihen geflossen ist, was jetzt dran ist. Wie fühlt sich das an? Gut, aber ist noch nicht ganz fertig im Moment. Ist okay. Okay. Was hat das mit dir gemacht? Hat mich irgendwie befreit. Okay. Gut, mal tief durchatmen, Kraft einatmen, Ballast ausatmen. Okay. Wie fühlt es sich an, dir selbst zu verzeihen, für was auch immer dein eigener Anteil daran gewesen sein mag? Kommt da was in Fluss? Ja. Okay, wo im Körper fühlst du das? So am Oberkörper, so als wenn ich mich selber umarme. Ja, dann mach das und lass dich das verteilen. Erstmal im Oberkörper, aber auch bis runter in die Fußspitzen, in die Zehenspitzen und in die Fußflächen. Lass dich das gut verteilen im ganzen Körper und auch verwurzeln. Und sag mir Bescheid, wenn der Prozess rund ist. Ja. Okay, gut. So, wie fühlt es sich jetzt an mit dem Mann im Raum, mit dem Hüter? Möchtest du dem noch etwas mitteilen oder eher dir?
Oder ist das soweit erledigt? Ja, ist okay, der geht jetzt wieder. Gut, okay. Dann nehme wahr, wie er sich praktisch im Raum auflöst, aus dem Raum wieder heraustritt. Gehen wir zurück in den Herzraum, weiten den bis auf zum ganzen Schutzraum und rufen den Hüter der nächsten Blockade.